Und ein Moinsen zu dem zweiten Rewards-Video zu La Liga TOTS oder eben auch dem Super League TOTS. Diesmal getrennt aufgenommen und so wird es dann hoffentlich auch ein bisschen flüssiger und besser aussehen. Vergleich hier Kamera, die jetzt läuft und Webcam sowieso hoffentlich besser dann. Aber nochmal insgesamt besser, als wenn ich jetzt alles gleichzeitig in OBS aufnehme. Das hat ja letztes Mal nicht so top ausgesehen. Deswegen läuft jetzt einfach das Gameplay hier in OBS aufgenommen. Kamera hier und gut, Mikrofon hier. Ist ja dann nichts Neues, das Mikrofon. Und dann würde ich sagen, starten wir rein. Ich zeige erstmal das Team, wie es aussieht, mit dem ich gespielt habe. Mit dem Team habe ich hier gespielt. Lange Zeit, oder was heißt lange Zeit? Ich glaube, bis auf die letzten zwei, drei Spiele waren die beiden hier statt Sané und Aguero drin. Aber die beiden hier fand ich vor allem schwach. Und am Ende kam es wirklich noch auf die letzten paar Spiele an, dass ich die noch gewinne, dass ich die 14 Siege hole. Also ganz enge Kiste. Ganz, ganz ekelhafte Weekend League, wirklich richtig widerlich. Selten so schlechte Pässe gespielt wie in dieser Weekend League. Es war ganz, ganz komisch. Wann war es? Für Freitag war das Gameplay auch ganz speziell. Also ganz komisches Ding. Das wird natürlich jetzt alles hier verkauft. Hat wahrscheinlich überall schön miese gemacht, weil die Spieler alle einfach hardcore runtergehen gerade. Und dann, ich blende es euch ein, schauen wir in die Team of the Season rein. Erstmal das Super League TOTS. Ja. Rein von den Preisen her wäre so ein Guilherme und ein Kruse ganz nice und ein Visca vielleicht auch noch. Gibt natürlich ein paar, die ganz geile Werte haben, aber ich hoffe wieder, dass es wie letztes Mal wird, dass ich 5 von 6 Auswahlen von dem richtigen Tots bekomme. Und hier ist halt einfach gefühlt alles geil. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß, so ein Lucas Perez braucht kein Mensch. Ein Ocampos würde ich auf jeden Fall spielen. Ein Perez kannst du auch spielen, also egal was da kommt, werde ich jetzt wahrscheinlich auch wieder einfach ein neues Team bauen und halt ne, drumherum dann. La Liga, diesmal statt BPL, jede Woche ein neues Team, was auch merkbar war, weil bin ich einfach nicht eingespielt. Ein Fekir wäre natürlich richtig geil auf die Karte, hätte ich richtig Bock, ein Varane wäre geil. Aber was ich wirklich mit am meisten feiern würde, wäre einfach ein Ter Stegen, weil habe ich auch sonst immer drin stehen, Ter Stegen und Longley und Ter Stegen ist einfach schon die 90er-Karte. Ein Viech, ein absolutes Viech, bester Keeper in diesem Game, auch wenn De Gea nicht so schlecht war dieses Wochenende. Also wäre schon ziemlich geil, der kostet ja nicht viel, aber ich fände es geil, einen Ter Stegen zu ziehen. Einfach wegen Feeling. Und sonst, egal was da kommt, ist das geil. So. Ganz einfach. Dann holen wir die Division Rivals Rewards ab. Das hier sind die Tradable Dinger, die zwei Stück werden mitgenommen. So, die Packs sind da. Und dann die Foot Champions Rewards. Zack, zwei Spielerwahlobjekte. Mal gucken. Ziel ist halt, ne, einer wenigstens aus La Liga, den man irgendwie einbauen kann ins Team. Im besten Fall wieder zwei wie letztes Mal. Wir machen den Kaltstart genau jetzt. Gönn dir was Geiles, Junge. Ah, der Gerard Moreno sieht echt nicht schlecht aus, ne? Jetzt hier mal Vergleich. 75k, klar, ist jetzt nicht die Welt, aber La Liga Tots, den nehme ich mal definitiv mit. Der sieht auch nicht verkehrt aus, der Donk. Die haben alle keine verkehrten Werte, auch von der Super League nicht, aber Moreno wird ja sowas von safe mitgenommen. Der fliegt auch instant direkt ins Team für die Weekend League. Safe, weil Rechtsmittelfeld ist echt so eine Problemzone bei mir. Und zweite Spielerwahl. Vielleicht kommt noch mal einer aus der Liga, aber bin eigentlich, wenn ich ehrlich bin, jetzt schon mehr oder minder zufrieden. Parejo, Parejo, da ist der zweite aus der La Liga, auch 74k, der Tots. Der hat sonst immer total, keine Ahnung, unspielbare Werte gehabt mit seinen 50 Pace oder so. Ich muss mal hier wirklich kurz auf der Karte gucken, wie da die 76 Pace zusammengestellt sind. Ja gut, 90 und 64 in den beiden Sprintwerten, so ist es zusammengestellt. Aber gut, gib mal halt ein Chemistry-Zeit, dass da Pace ein bisschen drauf geht, dann ist das eigentlich echt eine spielbare ZM-Karte. Habe ich direkt quasi die rechte Seite fertig in meiner 442. Rechter ZM Parejo, den wir jetzt zack hier mitnehmen und rechtes Mittelfeld. Der gute Gerard Moreno. Bin ich mal absolut zufrieden mit, weil Gold 3, ganz ehrlich, da kannst du ja nicht im Ansatz meckern bei den Rewards. Und dann sind wir bei den Packs. Wie gesagt, wieder zwei Tradable Packs aus den Rivals Rewards. Ich habe auch nichts weiter gespielt, also halt einfach die. Rivals-Punkte, die da zusammenkommen, wenn man Weekend League gezockt hat. Das sind auch, glaube ich, direkt die beiden hier. Fangen wir im ersten an. Vielleicht mal wenigstens ein Walkout. Letztes Mal aus 5 Packs kein Walkout. Vielleicht kommt diesmal ein Walkout. Das wäre ziemlich schön schon mal. Sind wir mal gespannt. Nö. Also jetzt mal Real Talk, schau dich das mal an. Wer hat diese scheiß Karten eigentlich erfunden? Diese schwarzen, blöden Copa Libertadores, oder wie immer das scheiß ausgesprochen wird. So ultra hässliche Karten. Also dieses Jahr haben sie echt richtig hart ein rauskommen in den ganzen Kartendesigns, aber die sehen so ultra scheiße aus. So, Jumbo Premium Gold Pack, das zweite von Rivals, danach geht es in die Weekend League Rewards. Schauen wir mal, ob hier irgendwann irgendwas Gutes mal bei rauskommt. Ne, warum auch? Und dann gehen wir in die Foot Champions Rewards rein. Das sind das hier die 35k Packs und 51k Pack. Wie gesagt, wäre schön, wenn es wenigstens einen Walkout mal geben würde aus diesen Packs. Wieder, puh,
purer Schmutz. So, zweites 35k-Pack. Das könnte einer sein. Normales Ding. Gucken wir mal. Kein Walkout. Was wurde's? Ein Wijnaldum, aber immerhin mal eine 84. Und als letztes 50k-Pack. Komm, lass da wenigstens nochmal einen Schlitz drin sein. Sieht gut aus. Oh mein Gott, das ist ein Tots. Team of the Season geht doch. Holland? Ah, das ist der Donk, wa? Das ist der Donk. Aber hey, Team of the Season, bin ich dabei. Bin ich sofort dabei. Den hatten wir auch gerade in der Auswahl, in der Spielerauswahl in der ersten, glaube ich, war es. Donk nehme ich mal definitiv mit. Team of the Season wird nicht viel wert sein, aber einfach fürs Feeling einfach geil eingezogen zu haben. Gucken wir mal, was der Kerl wert ist. Gut, 22k, 23k, irgendwo in die Richtung, war klar, dass er nicht viel wert ist, aber schön fürs Feeling angezogen zu haben. Ich glaube, ich werde dann auch behalten. Einfach so als First Owner Team of the Season und falls irgendwann mal eine SBC kommt oder sowas, den behalte ich einfach fürs Feeling, die 20k hin und her da. Und dann gehen wir noch kurz zusammen uns für die nächste Wigan League qualifizieren. Zack, Foot Champions, Qualifikationsfortschritt, in 22 Stunden beginnt der Spaß. Zack, Zunge jetzt einlösen. Let's go, mal gucken, was da kommt. Serie A, Bundesliga, ist noch unsicher, was genau da kommt, aber ich werde auf jeden Fall hier das Team umkrempeln. Seht ihr auch gleich noch, wie ich das Team am Ende dann geplant habe, wie es am Ende aussieht. Es kann sich noch zwei, drei Sachen verändert haben, aber schauen wir mal. So, das Team steht jetzt fast, aber wirft noch einige Fragen auf. Gucken wir mal, was ich daraus noch mache. Also im Tor ist Testing relativ safe. Ob ich da jetzt die Testing-Karte nehme oder den Team of the Season, schauen wir nochmal. Hier teste ich mal Varane. Wenn der nichts taugt, dann das eingespielte Duo mit Longley. Hier der Partey ist relativ safe, einfach weil neben Parejo noch einer mit Füßen ist, wirklich richtiger Defensive rein muss. Der ist eher der Kreativere, würde ich sagen, der Parejo und der Passiere. Und der einfach absolute Brocken in der Mitte. Links der Hazard. Dann im Sturm wirft es einige Fragen auf. Jetzt mal für einen ganz normalen Preisbereich, weil zum Beispiel diesen, ich könnte mir kaufen, aber ich habe einfach kein Interesse daran, diesen komischen Rodrigo da für 260k oder sowas zu holen. Einfach keinen Bock drauf. Deswegen sind die jetzt quasi eine Auswahl. Den kann ich wieder rausschmeißen, würde ich an sich gerne nehmen, aber der ist ja zu erspielen und morgen geht die Weekend League los. Und da habe ich schlicht ergreifend keine Zeit und auch keine Lust, den zu erspielen. Daher fällt der schon mal raus. Griezmann ist eigentlich mehr oder minder safe, weil er so krank war immer gegen mich, dieser Griezmann. Immer anders, wenn ich gegen den gespielt habe. Die Frage, was stehe ich daneben? Der sieht auch nicht verkehrt aus, der Lucas Perez. Sieht echt nicht verkehrt aus. Den könntest du eigentlich auch echt gut spielen. Oder halt einen von den beiden Overpowerten hier. Also, der sieht nur von den Werten overpowered aus, aber der habe ich auf jeden Fall schon gefühlt, dass der overpowered ist, dieser komische Machis. Oder halt ein Benzema, weil der hat auch echt gute Werte eigentlich. Auch echt spielbar, so ein Aguero-Typ, mit dem kam ich eigentlich echt ganz gut zurecht mit dem Aguero. Ich sag Aguero-Typ, weil er halt einfach nicht so krass viel Pace hat, weil er einfach einen geilen Abschluss hat. Aber wenn ich den jetzt halt vorne zu Griezmann stelle, habe ich da vorne keinen, der Pace hat. 81 und 80, dann habe ich da vorne keinen, der Pace hat. Der hat zwar Pace, aber weiß ich nicht, ob der jetzt wirklich taugt, keine Ahnung. Dieser Machis sieht krass overpowered aus. Vielleicht stelle ich es wirklich erstmal so hin, dass ich die beiden spielen dann halt mal teste. Wenn ich merke, okay, der oder der ist doch nicht so geil, dass ich einen von den drei nehme, vermutlich mache ich es erstmal so. Und dann kaufe ich das Team irgendwann morgen früh zusammen, morgen Freitag vor der Weekend League. Ich bin mir da vorne im Sturm echt extrem unschlüssig, was ich machen soll. Gucke ich dann morgen, damit das Ding hier nicht allzu lang wird, das Video. Und auch das Team sieht ja sowieso dann nächste Woche im Rewards-Video, wie es am Ende dann geendet hat oder wie es sich vielleicht noch verändert hat mit einer Weekend League. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.